Moin Moin und herzlich willkommen zu Legend of Mana. Spiel an, let's go, keine Zeit verlieren. Aufnahme läuft, Mikrofon läuft. Hase läuft. So, mal gucken, was abgeht. Glaube ich, ist ja jetzt am Kritzeln noch, ne? Weil letzte Folge war ja, ja wieder am Quaken. Gleich mal lesen wieder. Oder wir lesen das immer am Ende. Dann muss man nicht immer wieder hier neu hoch. So, das war Greife nach den Sternen war das. Hey. Greife nach den Sternen. Ein Zauberer hat in der Wüste uralte Magie gewirkt. Ich habe auch zugeguckt. Und es war echt toll. Anscheinend hatten die Leute früher bessere Ideen als heute. Das war's. Na gut. Das ist so warm unter der Mütze. Es ist so unfassbar warm. Wir haben es aktuell 5.22 Uhr in der Früh. Und es ist schon mittlerweile 17 Grad, ne? Pff, blöde Fliege. Weg mit dir. Der hat sich genau da oben hingesetzt. Genau da oben. Oh, ist das warm. Oh, wir haben ja auch jetzt neue Zauber. Magie haben wir, ne? Müssen wir auch mal ausprobieren. Haben wir ja in der letzten Folge haben wir ja Instrumente gebastelt. Und somit haben wir Magie freigeschaltet. Jo, Artefakt, was haben wir? Gefrorenes Herz. Warum kann ich eigentlich nicht hier hinbatschen? Hm. Guck mal, hier dürfen wir nicht. Hier dürfen wir nicht. Na gut, okay. Ich batsche das jetzt hier hin, unter dem Schrottplatz. Eisig. So eine kleine Abkühlung wäre jetzt auch echt schön, ne? Schneefelder von Fick. Von Wieg. Fick. Von Wieg. Keine Ahnung, wie das heißt. Von Fick. Fieck. Na Gott, das. Es scheint, als wären die Geschichten über Feenschätze eben nur genau das. Geschichten. Durch alte Märchen wie deine Frau auch nicht wieder lebendig. Kein Blick zurück. Was geht hier ab? Und wenn du auf der Suche nach Feenschätzen bist, junger Reisender, wirst du hier keine finden. Pass nur auf, dass dich die Eishexe nicht in eine Eiskultur verwandelt, wie meinem Bruder. Und jetzt muss ich zu meinen Schülern zurück. Oh, falsche Richtung. Da lang muss ich ja gucken. Kamera ist ja invitiert. Stimmt ja. Oh, ich hab mich selber erstmal benebelt. Wie süß. Wie süß. Bam, bam, bam. Jetzt haben wir ja ein Schwert. Stimmt ja. Haben wir jetzt wieder ein dickes Schwert. Oh, ich hab die Häschen getötet. Schneehasen. Hey du, Kaulkörper. Wups. Bin echt gespannt, was unsere neuen Zauber können. Also der stärkste, den stärksten... fliegt mir die Fliege in den Mund. Die stärkste Fliege... Ach, die schwächstärkste Fliege, genau. Er ist hier dick am Zaubern. Den stärksten Zauber habe ich ja jetzt auf RB. Also hier muss er... Nein! Bam. Alter, das Schwert haut aber auch echt rein, ne? Wenn ich dann treffe. Komm. Batsch, batsch, batsch. Warum? Hey, ihr. Ich zauber mal, okay? Ist das in Ordnung? Hui! Hui, Lauren. Nochmal, hui, Lauren.
Flöte! Mir ist nichts passiert. Okay, gleich nochmal ausprobieren. Kiste, Kiste. So, du erhältst scharfe Crawley. Da oben kann man doch bestimmt lang, oder? Warte mal. Wollen wir mal eben checken, ob wir hier oben lang können. Das sieht so... Na gut. So, jetzt aber ja. Oh, er macht auch was. Dann höre ich auf. Oder habe ich jetzt doch gezaubert? Nee. Laurens Flöte. Und sobald ich gehauen werde, ist vorbei. Laurens Flöte. Was, hä? Was macht Laurens Flöte denn? Also wenn wir zaubern, holen wir auf jeden Fall hier Salamander. Und Salamander ist dann da oben und sagt Hi. Du hast eine Spezialtechnik geleistet. Schwungvoller Hieb. Okay, lassen wir nochmal gucken. Techniken. Laurens Flöte. Status. Kontrolliert, anvisiert. Nein, ich will das nicht umbenennen. Status. Magische Kräfte. Von Salamander. Visiert Gegner in einen gewählten Bereich an. Ich weiß das nicht. Das haben wir, aber wir haben hier noch was gelernt. Und zwar mit schwungvoller Hieb und den Schmetterhaken. Erstmal den Schmetterhaken gleich mal ausprobieren. Erstmal hier erstmal sowieso lernen, was hier abgeht. Ich nehme mal den nächsten. Ich nehme mal hier. Warte, so. Und jetzt? Muss ich loslassen oder so? Warte. Ich nehme mal den. Aber warte. Guck mal, er lässt los und dann... Hey, ich verstehe das noch nicht. Lass mich doch noch mal gucken, wie das funktioniert. Wir verbrauchen zumindest keine Spezialfähigkeit da oben. Fällt der Unschuld. Erstmal... Ach komm, Speicher brauchen wir nicht. So. Ich mache jetzt das hier. Minus Maramba. Aber sobald wir gehauen werden, dann ist vorbei. Ich gehe mal auf die Seite. So, ich halte weiter gedrückt. Und lass jetzt los. Okay, ich hätte vorher loslassen müssen, glaube ich. Und jetzt so. Machen wir überhaupt Schaden? Nicht so wirklich, ne? Das heißt, wir müssen bestimmt auf so gedrückt halten. So, und sobald er da ist. Warte mal. Und jetzt, pam. Nein, meine ganze Erfahrung. Also das mit der Magie ist nicht so toll. Ganz ehrlich sagen. Jetzt haben wir auch den Windschlitzer. Ich glaube, ich nehme statt den Dingern... Schmetterhaken. Dann nehme ich jetzt den schwungvollen Hieb. Und statt der Harfe nehme ich jetzt den Windschlitzer. Großer Bereich rundum. Leichter Schaden. Geht's da oben lang? Warte mal. Nee. So, dann lassen wir mal das hier ausprobieren. Schwungvoller Hieb. Schwung, Schwung. Alles nicht so berauschend.
Der Standardangriff ist einfach so übermächtig von uns. Wir sind so stark. Ich weiß gar nicht, wo wir das Schwert her haben. Haben wir irgendwo mal gekriegt. Packt eure Sachen, wir gehen. Aber was ist mit den Feenschatz? Mein Leben ist mir mehr wert als irgendwelcher Tant. Na los. Aber ihr Bruder hat doch sein Leben auf der Suche nach irgendwelchen Tant verloren. Brauchen Sie den Schatz nicht, um Ihren Bruder zu retten? Man sagt, mit dem Schatz der Feen könne man den Verstorbenen wiedergeben. Doch vielleicht hat der Tod ihn mit seiner Frau wieder vereint. Herr Mephianse. Was denn? Können wir noch ein bisschen am Feuer sitzen? Von mir aus. Immer hier. Plündern. K.O.-Pulver. Warum nicht? Wollknoll. Vielleicht hat Nakrotos jetzt ein ganz neues Leben, aber auch nur vielleicht. Ihr Schüler bleibt hier. Ich komme gleich wieder. Herr Mephianse. Einfach abgehauen. Ein bisschen weiter weg lebt eine Eishexe. Ganz schön unheimlich. Ich will nach Hause. Man munkelt, dass hier Monster und Eishexen lauern. Vielleicht hat Herr Mephianse ja Angst vor ihnen. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Ich nehme jetzt mal... Warte, achso, wir müssen das Ding auch erstmal aufladen, ne? Quatsch. Warte. Klatsch. Alter, hola, guck mal, bam. Quatsch, quatsch. Wo haben wir den Schaden denn auf einmal her? Ist ja bestialisch. Bam, 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 bam. Zack, zack. Und er ist auch immer die ganze Zeit dick am Zaubern, aber sein Angriff bringt ja auch was. Ich sehe zwar nichts, ich sammle einfach alles ein. 200 Erfahrungen, gleich kriegen wir bestimmt wieder ein Level. Dann sind wir noch stärker. So, dann gehen wir mal hier oben lang. Unten ist auch noch ein Weg, habe ich gesehen. Der Nordfieg. So, Schmetterhaken. Zack. Direkt hoch. Ich brauche gar keine Spezialfähigkeiten. Das mache ich hier alles so weg. Kiste. Engelsfeder. Schläfrige Sauge. Wer bist du? Oh, Häschen. Da hat noch ein Häschen. Oh Gott. Alle tot. Armes Häschen. Warum musst du auch hier sein, wenn ich komme? Ich will dir doch nichts tun. Kiste. Riesenhorn. Soll ich dir mal mein Riesenhorn zeigen? Drache. Und Häschen. Windschnitzer. Zack. Ich glaube, ich habe mit dem Windschnitzer nicht getroffen. Kann das sein? Nein. Oh, habe ich das noch gekriegt? Zwei Sachen? Ja, Drachensteak und Tierfall. Was macht der da hinten? Ba-da-da-da. Hast du mich gerade eine Eishexe genannt? Es tut mir leid. Bitte sag mir die Wahrheit. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Er lebt. Du bist doch derjenige, der allen erzählt, ich hätte ihn getötet. Hm.
Du glaubst mir immer noch nicht, was? So, versteh doch. Er war mein einziger Bruder. Ich kann mich noch immer nicht damit abfinden. Ist das Ding wirklich Nagratos? Seine magischen Kräfte waren unvergleichlich. Um in dieser harschen Witterung zu überleben, ist er ein Schneemonster geworden. Er wartet im Garten der Eisblumen auf die Feen. Er will sie dort überfallen und eine gefangen nehmen. Nagratos, was bist du nur für ein Narr? Von solchen Taktiken lassen die Feen sich nicht einschüchtern. Nagratos denkt nicht mehr wie ein Mensch. Begreifst du das nicht? Das ist die Wahrheit, der du dich bis jetzt verweigert hast. Ich würde Nagratos gerne befreien. Wenn ich ihn nur in die Unterwelt schicken könnte, zu seiner Frau. Wenn du das tun willst, lass dich nicht aufhalten. Selbst wenn er kein Mensch mehr ist, könnte ich meinen eigenen Bruder niemals töten. Wenn du dich mit dem Schneemonster stellen möchtest, musst du nur weitergehen. Ja, möchte ich. Schneemonster, komm her, ich bin da. Schmetterhaken macht er. Warum? Doch kein Gegner in der Nähe. Warum macht er das? Ist er hirnverbrannt? Zack, zack, zack. Bing! Echsenfleisch. Gehen wir mal hier lang. Natürlich war das der richtige Weg. Oh, wir können auch zurückgehen, okay. Gehen wir noch mal eben kurz hier lang. Ach so, das ist unsere Nebenquest, glaube ich. Das ist Odine. Musik vorspielen. Eine traurige Melodie. Mit der Harfe. Harmonie. Ich nehme noch ein Instrument. Die Marimba. Mit der Melodie. Und dann nehmen wir noch die Landtrommel. Mit einer Harmonie. Abspielen. Der Geist scheint interessiert zu sein. Na komm. Jetzt geht er wieder weg. Eine andere Melodie spielen. Fröhlich. Knochenhafe. Melodie. Melodie. Das scheint den Geist zu gefallen. Ey, warum gehst du da weg? Aufhören. Hab ich sie? Hab ich's verkackt? Ich hab's verkackt, ne? Ich hab sie nicht richtig angesprochen. Wieder rein. Ey, jetzt sind wir ganz... Hä? Jetzt sind hier... Ach man, ich glaube, ich hab's verkackt. Ich hab doch A gedrückt. Autsch, autsch, autsch. Bam, 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 bam. Ich schaffe gerade... Ja, können wir jetzt öfters rein und raus oder wird dann nichts mehr sein? War das jetzt erstmal unsere einzige Chance? Ja, ich glaube, war erstmal unsere einzige Chance, ne?
Musikvorspiel. Eine geheimnisvolle Musik. Melodie. Melodie. Und die Harfe Melodie. Mal gucken, was passiert. Scheint den Geist zu gefallen. Hab ich dich. Du hast einige Münzen erhalten. Die Udine Silber. Udine Silber. Udine Silber. Drei Münzen. Aber wir haben nicht den Zauber an sich gekriegt, okay. Na gut, schade, wie auch immer. Wir haben jetzt drei neue Münzen. Damit können wir wieder neue Sachen bauen. Komm her, du Schneemonster. Hi. Ja, das ist direkt für dich. Der Schmetterhaken. Wups. Alter, direkt ein kompletter grüner Balken weg. Ich habe den kompletten grünen Balken weggehauen. So, und jetzt zum grünen Abschlung. Der schwungvolle Hieb. Wups. Tot. Tot? Jetzt kommt der Bruder wieder. Wieder ein Level, natürlich. Du hast ihn für mich befreit. Du hast getan, was ich nicht konnte. Wie fühlst du dich? Es ging mir schon mal besser. Du glaubst mir immer noch nicht, oder? Keine weiteren Diskussionen. Es ist vorbei. Man schaut seinem Gesprächspartner stets in die Augen. Das verlangt die Höflichkeit. Ein rostiger Anker. Und das war's. Ja.